Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 3, dem Remake. In der letzten Folge haben wir es endlich geschafft. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir die Magnum bekommen. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Ich meine, die Lightning Hawk ist die Magnum gewesen. Ja, wir haben noch etwas gut Munition holen können, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und nochmal 6 von den normalen Granaten haben wir bekommen. Jetzt werden wir uns erstmal aufmachen und Richtung Schwesternstation, also sprich Krankenzimmer oder Wäschekammer, ich denke mal, ich gehe erstmal ins Krankenzimmer rein, aufmachen und dann mal schauen. Ich traue dem Braten nicht so richtig. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Hunter durchgestürmt. Moment. Ach, ich gehe jetzt zur falschen Seite. Okay. Ich muss in die Seite rein. Ich befürchte allerdings. Ich höre hier was klappern. Soll ich denn hier klappern? Auf der anderen Seite? Also ich weiß, was ich klappern höre, aber wo höre ich es klappern? Oben drauf ist nichts. Stehst du jetzt auf? Okay, wahrscheinlich eher nicht. Hochwertiges Schießpulver, sehr geil. Aber wo höre ich es hier klappern? Scheiße. Wo ist das Männchen? Die Schränke kann ich nicht öffnen. Ich höre es hier. Oder höre ich den von draußen? Oh Gott, das soll mir mal einer... Also Roller hier, den soll man mal finden, ganz ehrlich. Ja, dann haben wir in der Krankenstation alles gefunden. Gehen wir da durch und dann Richtung Wäschekammer. Da ist aber jetzt nicht schon wieder ein neuer Hunter drin, so wie es aussieht. Aber was habe ich denn da vergessen? Irgendein Bericht oder so? Da liegt noch der Zombie. Habe ich hier alles? Nee, hier habe ich auch nicht alles. Ach, hier war, glaube ich, genau, hier war noch was abgeschlossen. Das war's. Nein, nicht die Pistole. MAG-Munition. Naja, gut. 2 Plätze haben wir ja noch frei. Dass die Hunter auch liegen bleiben, das irritiert mich. Habe ich denn jetzt hier alles? Hier habe ich jetzt alles. War denn hier irgendwas? Abgeschlossen war? Nee, auf der Seite war doch, glaube ich, gar nichts, oder? Bin ich denn blöd? Sprengstoff. Okay. Ja, dann haben wir jetzt wirklich alles gemacht. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt nochmal zurück zum provisorischen Krankenhaus.
Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht mehr auf irgendjemanden treffen. Moment, wir können rechts durch die Wäschekammer und dann sind wir wieder am Mittelgang. Boah, Hilfe. Der hat mich jetzt erschreckt. Ich habe ihn zwar gerade noch gesehen, aber er hat mich erschreckt. Oh, ich wollte gerade sagen, lag da einer? Wir könnten natürlich jetzt auch, wenn wir runterspringen. Können wir eigentlich abkürzen, oder? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich hier rauskäme. Ach so, da. Doch, hier ist die Tür. So, Moment. Wir müssen jetzt dadurch rechte Tür, also quasi immer rechts im Kreis drehen. Dann komme ich da rum. Okay. So, perfekt. Jetzt hier noch richtig? Moment. Doch, da komme ich durch. Oh, fuck. Wo kam der jetzt her? Schieß! Oh! Da haben wir es wieder. Ist man einmal unvorsichtig und da läuft man direkt einen Hunter in die Arme. Oh, leck mich, ehrlich. Bin ich jetzt, aber ich bin nicht so wirklich getroffen worden, ne? Oh. Kam hier um die Ecke. Es hatte sich irgendwie schon so komisch angehört, aber ich wollte auch gar nicht hier links rein. Ich wollte eigentlich noch mal eben hier leer machen, bevor ich da jetzt durchgehe. Beziehungsweise, was habe ich denn jetzt überhaupt dabei? Moment, ich habe Sprengstoff, war das. Kombiniert mit B gibt es Brandgranaten. Zweimal das gleiche sind explosive Granaten. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, Brandgranaten sind eigentlich besser für ein Nemesis, soweit ich mich erinnere. Wir haben doch eben da mit B herausnehmen. Die kombinieren wir direkt mal, damit wir welche haben. Die können wir reintun. Das war das Schießpulver. Ach so, Moment. Da haben wir aber auch. Aha, normales Schießpulver, zack. Und kombinieren wegen Flintmunition, zack. Weil ich denke mal, wir werden mehr Flintmunition als alles andere noch brauchen. Okay. Ja. Die tun wir mal weg erstmal, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich tue sie jetzt erstmal erstmal zur Seite. So, dann können wir jetzt durch die Tür durchgehen, wo wir eigentlich gar nicht durchgehen wollten. Das war jetzt die hier, ne? Genau. Nee, irgendwas machen? Nee. Das ist so der perfekte Ort für so ein. Das jetzt gerade. Ich wollte gerade noch sagen, das ist der perfekte Ort für so ein Wackelding. Okay, erstmal die Gegend absichern. Okay. Dann. Haben wir da noch irgendwas Großes hinter? Oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt kein Bosskampf. Ich habe jetzt nicht gespeichert. Das muss der Weg nach unten sein. Ja, den wollten wir ja eigentlich haben, ne? Ach, da muss ich hin. Okay. Hier irgendwas zum Einsammeln? Ah, Moment, ich höre hier schon wieder was.
auf der Seite, oder? Da! Kleines schlüpfriges Scheißerchen. Okay, aber werden die auch registriert? Nee, da muss noch irgendwas anderes sein. Mal schauen. Vielleicht wird das auch zusammengerechnet. Ich weiß es ja nicht. Nee, hier ist noch was. Sprengstoff, sehr schön. Zwei haben wir noch frei. Ich hätte gerne nochmal Sprengstoff-A-Munition. Andererseits, das heißt nicht unbedingt was Gutes, ne? Das wissen wir ja alle. Jetzt ja auch aufgestürmt, wie bei dem einen Teil. Okay, da ist zu. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Müssen wir denn hin? Geradeaus und dann links, so wie es aussieht. Da ist noch ein Heilkraut. Ich kann ja auch nirgendwo hochklettern oder so, ne? Das ist noch der Aufzug. Hä? Komme ich da doch irgendwie hoch? Nee. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Ich stehe hier so kurz vorm Ziel. Da ist eine Treppe. Wieso komme ich da nicht hin? Kann ich da hinten irgendwo runter oder so? Ist eindeutig eine Tür, wo ich durch muss. Aber wie soll ich daran vorbei? Liftschalter. Ja, Liftschalter. Schön und gut, aber... Hä? Kann ich den irgendwie nehmen und da reinrammen oder so? Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Moment. Ach. Oh, ich bin so blöd. Nee, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Okay. Ah, ein Speicherraum, oder? Eine Truhe? Doch, ist auch ein Speicherraum. Das heißt aber... das heißt nicht unbedingt was Gutes. Moment, was ist das? Eine Gürteltasche. Wir haben nochmal zwei weitere Plätze. Yes! Yes, yes, yes. Was andererseits auch bedeuten könnte, dass wir zwei weitere Plätze für Munition brauchen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja... Das ist jetzt die Frage. Sollen wir jetzt Munition, also das für Munition mitnehmen oder nicht? Hier liegt noch ein Bericht, wenn ich das richtig sehe. Fahrstuhlnotiz. An alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Ich schätze, das müssen wir uns merken. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie mit dem Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann gleich die Sicherungen bei den Hilfsgeneratoren sammeln müssen, damit ich den Hauptgenerator hinkriege. Okay. Es riecht mir aber irgendwie alles so nach Bosskampf oder so, ich weiß nicht. Also, das Grüne tun wir erstmal weg. Wir haben nämlich kein einzelnes Rotes mehr. Nehme ich jetzt Brandgranaten mit oder nehme ich jetzt keine Brandgranaten mit?
Ist eine sehr, sehr gute Frage. Sprengstoff B. Sprengstoff hatte ich jetzt gar keinen mehr, ne? Wenn ich das richtig sehe. Alles Schießpulver. Kann man das Schießpulver eigentlich. Nee, kann man nicht stacken, ne? Ja, okay. Nein. Och. Ja, dann werde ich das jetzt erstmal verstauen, weil ich da jetzt eh nicht viel mit anfangen kann. Ich werde auch mal gucken, dass ich hier die zusätzliche Munition auch mal verstaue. Weil ich denke, das ist besser. Ach, den Dietrich können wir auch wegmachen. Den brauchen wir gar nicht mehr. Okay. Weil ich nämlich denke, dass es besser ist, wenn wir ein paar Plätze mal frei haben. So, ich habe es gerne, wenn es ein bisschen übersichtlich ist. Okay, also falls noch Hunter kommen sollten, wobei das jetzt nicht so aussieht, als ob das der Bereich ist, aber falls doch, haben wir auf jeden Fall noch genug Schrotmunition. Ich meine, wenn wir die gut treffen, sind die ja mit einem Schuss am Kopf wirklich weg. Das ist richtig, richtig geil. Zumindest in dieser Version jetzt. Also Pistole nehme ich noch mit, weil ich denke, es werden auch noch normale Zombies kommen. Und Brandgranaten haben wir drei. Und sechs Minengranaten. Wenn wir die mitnehmen würden, hätten wir immer noch fünf Plätze. Allerdings haben die ja gerade davon gesprochen, und ich denke mal, das wird jetzt als nächstes kommen, dass man Sicherungen mitnehmen muss. Das heißt, da bräuchte ich dann unter Umständen sogar drei Plätze für. Und man wird sicher noch irgendwie ein Kraut oder sonst was unterwegs finden. Ja, ich würde jetzt mal einfach sagen, ich lasse es so. Da ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass jetzt ein Bosskampf kommen könnte oder irgendwie was Größeres, ich weiß es nicht, werde ich vorsichtshalber nochmal abspeichern. Normalerweise, na gut, gespeichert hätte ich so oder so. Aber, ja. Also, ich denke, dass ich dann hier auch nochmal eben einen kleinen Cut machen werde. Einfach nur, um. Ja, mich kurz zu sammeln. Ich glaube, die Angst vor den Zwischenkämpfen, die ist größer, als wenn man dann wirklich tatsächlich drin ist. Vielleicht kriegen wir einen, vielleicht kriegen wir auch keinen. Es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen gewesen, dass wir jetzt viel und gute Munition bekommen haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht, sagen wir es mal so. Habe ich hier eigentlich alles? Ja, ich habe alles eingesammelt, okay. Ja, ich würde sagen, dass wir dann wirklich erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao!